Ja, aber moin, meine Meisters, Meisterinnen, und was geht, Kryptogang? Es ist Montag, also natürlich Anfang der Woche, und dieser Tag eignet sich eigentlich immer perfekt und am besten, so um einen fundamentalen Blick drauf zu werfen, wo wir gerade mit dem Markt stehen. Vielleicht auch so einen Blick über die anstehende Woche hinaus. Und da möchte ich heute mal mit euch einen Blick auf die Altcoin-Situation werfen. Wir merken ja alle, liebe Freunde, es ist wieder Freude und Euphorie zurück im Markt. Wir freuen uns wieder, wenn wir unsere Portemonnaies öffnen und in die Portfolios reingucken. Chainlink rastet aus, Ethereum performt super. Bitcoin, von Solana brauchen wir gar nicht anfangen, sind auch wieder ganz viele begeistert und die Liste geht noch viel länger. Dabei müssen wir uns jetzt nochmal deutlich klar machen, worum es hier eigentlich geht. Also worauf basiert eigentlich die zurückgekommene Euphorie? Was ist das Fundament von alledem hier gerade? Den Auslöser benennen wir. Und das projizieren wir dann auch auf unsere Altcoins und nennen das Kind mal tatsächlich beim Namen. Weil oh Schock, oh Wunder, das meiste hier basiert gerade auf absolutem Fake. Und vor allem bei Sachen wie Solana. Das adressieren wir heute mal ganz, ganz klar und ich beweise euch das sogar. Und viele wünschen sich ja sowieso von Herzen nochmal tiefere Kurse. Kommen denn wieder tiefere Kurse? Ich sag mal so, Kursbild activated, ja. Und wir klären jetzt auch warum. Dran geblieben nach dem Intro. Ja, Mann, ey. Hello, Crypto Gang. Greeting from Savox. So, liebe Freunde, bei all der Euphorie, die jetzt auch langsam wieder zur Gewohnheit wird, da rede ich von der Kursplus-Verwöhntheit, ihr alle werdet euch in letzter Zeit mal dabei erwischt haben, verlieren wir sehr, sehr gerne aus den Augen, warum wir euphorisch sind. Was ist bzw. war eigentlich der maßgebliche Auslöser dafür, dass der Markt auf euphorisch gedreht ist? Und dafür gibt es aktuell tatsächlich nur einen einzigen signifikanten Grund. Das Mutmaßen, das Deuten und Gerede rund um das Thema Bitcoin-Spot-ETFs. Das war's. Mehr ist es im Prinzip nicht. So, tschüss, jetzt können wir Video ausmachen, dann ist natürlich Quatsch. Ich weiß, dass einige sich jetzt denken werden, ja, nee, aber warte mal, also XRP, Chainlink, vielleicht noch andere Coins, die performen ja ganz unabhängig davon richtig gut. Was haben die denn mit dem Spot-ETF für Bitcoin zu tun? Da liegst du ja mal wieder falsch, Marcel. Ja, das ist richtig und falsch zugleich. Natürlich steigen die aus anderen Gründen, aber jeder Anlagemarkt funktioniert halt über Fear and Greed. Dafür gibt's den Index ja, sonst wäre der natürlich völliger Quatsch. Käuferverhalten ist immer psychologischer Natur, liebe Freunde. Schaut euch doch einfach mal an, was im tiefsten Bärenmarkt alles passiert ist. Da können Projekte die geilsten News und Neuerungen angekündigt haben, trotzdem sind die Kurse gesunken oder auf halt einem schlechten Level stagniert und in so einer komischen Range vor sich hingedümpelt. Und warum? Naja, ganz einfach, weil das allgemeine Befinden dem Markt gegenüber schlecht war. Also für flächendeckend steigende Kurse oder einen Run, eine richtige Season sozusagen, ja, sind wir auf gute Stimmung angewiesen, auf Euphorie, auf Lust am Markt. Und jetzt werdet ihr spätestens wirklich merken, okay, stimmt. Dafür gab es echt bis jetzt nur einen einzigen Grund, dass diese Euphorie zurückgekommen ist. Bitcoin, Spot-ETFs, liebe Freunde. Oder halt das Gerede darüber und die Spekulation darauf, dass die jetzt bald kommen oder halt einzelne davon, hoffentlich, wir kreuzen die Finger, hoffentlich BlackRock. Mehr Gründe gab es aber nicht, denn alles andere, was den Markt beeinflusst, also die Makroökonomie, ist immer noch in jeglichem Punkt mehr als schlecht. Kriege, Brandherde überall und kommen immer neue dazu, also Tendenz dazu auch noch steigend. Konjunkturprobleme, Inflation, weiterhin tut's im Geldbeutel weh, wenn wir einkaufen gehen. Politische Stimmung überall, also das Einzige, was den Markt gerade tatsächlich atmen lässt, ist die Hoffnung darauf, dass der ETF jetzt kommt. Diese FOMO, die das erzeugt, die nieselt natürlich auch auf die Altcoins nieder, weil einfach gerade kurzfristig wieder Lust zum Kaufen besteht. Die Frage ist da jetzt aber, wie lang ist dieser Atem? Also der Markt, und damit meine ich uns Menschen, sind doch im Prinzip nur spekulativ bullish auf ein einziges bevorstehendes eventuelles Event, oder nicht? Und da ergibt sich eine darin befindliche Käuferseite und auch Käuferlust, also Anlegeverhalten wird getriggert. Völlig normales Anlegeverhalten, Chancen erkennen und Chancen vermeintlich nutzen. Das ist hier passiert. In erster Linie betrifft das aber Bitcoin und die Frage, die wir uns da jetzt mal stellen müssen, ist ja, und das habe ich schon vorher thematisiert, liebe Freunde, reicht die Euphorie darauf, um genügend Zuflüsse aufzubringen, um einen echten Bullrun anzustoßen? Ich sag einfach ganz klar nein, weil viele von uns vergessen auch Folgendes. Mit Euphorie und steigenden Kursen wird auch der Druck auf Verkäuferseite natürlich größer. Macht Sinn, oder? Wenn Kurse steigen und somit folglich Renditen erwirtschaftet werden, werden es auch immer mehr, die diese realisieren wollen. Es juckt doch vielen von euch auch in den Fingern. Beispielsweise Chainlink, ich hab weit über 100% jetzt damit gemacht. Natürlich juckt das in den Fingern, aber ich bin da kalt. Ich lasse das liegen. Und das, liebe Freunde, geht Hand in
Hand? Steigen die Kurse, steigt auch Interesse zu verkaufen? Wie lang ist der Atem der Bullen, um diesem Faktor standzuhalten? Ich nenne das hier nicht Bullrun und auch nicht Beginn eines Bullruns. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen besorgniserregend zu beobachten, wie sich jetzt auch viele Influencer so in die FOMO reintriggern lassen, ziehen lassen, dass sie über einen Bullrun sprechen. Ey, wir sind da lange noch nicht überm Berg, ne? Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde, die Betonung ist wichtig. Wenn wir von einer Erholungsrallye sprechen, okay, wenn wir von einem kurzzeitigen Aufwärtstrend sprechen, okay, ETF-Geschichte und so, okay. Aber den Leuten jetzt zu sagen, ja, das ist jetzt hier aber der Bullrun, ey, das ist schwierig, Freunde. Ich sage euch ganz ehrlich, das hier ist kein Bullrun. Vor allem kein bestätigter. Alles, aber auch wirklich alles, abgesehen von der ETF-Euphorie, sieht schlecht aus. Alles. Einen nachhaltigen Aufwärtstrend sehe ich hier noch nicht. Und ein paar wenigen von uns kann das auch völlig egal sein. Was schaut mal, liebe Freunde, wer irgendwo in den, müssen wir mal eben auf Bitcoin, wer irgendwo in den tiefen Bereichen des Bullruns, des Bärenmarkts, sorry, eingekauft hat, okay? Nehmen wir mal auf den Jahreschart. Also wer irgendwo da eingekauft hat, der ist doch gerade richtig gut im Plus. Dem ist doch egal, was ich hier gerade sage, und das ist auch gut so, weil die Leute haben alles richtig gemacht. Investment einmal eins im Prinzip nach Lehrbuch. Es geht um die Leute, die aber vielleicht ganz neu sind oder aus Zimperlichkeiten den Einstieg im Bärenmarkt halt auch verpasst haben. Weil bei eins bin ich mir doch ziemlich sicher, 15.000 war der Boden und der kommt nicht zurück. Das habe ich damals gesagt, als 15k gehittet wurde, und dabei bleibe ich auch jetzt. Was ist aber jetzt gerade mit den Leuten, die es nicht geschafft haben und jetzt zitternd vor den YouTube-Videos von uns YouTubern sitzen, weil sie eine Aussage haben wollen, eine Hilfestellung haben wollen? Soll ich denn jetzt schnell kaufen oder warten oder ist zu spät, und was erzählt sie denen jetzt? Ja klar, ja das ist jetzt hier der Bullrun, du bist zu spät, du musst jetzt schnell kaufen, ja. Denkt euch das mal weiter, liebe Freunde. Ich bin da aktuell wirklich anderer Meinung. All der Anstieg hier ist ein kurzfristiger Trend aufgrund einer einzigen Spekulation auf eine einzige Sache, der ETF, mehr nicht. Und diese Euphorie ist wie jede andere auch, die wird sich abkühlen. Gewinne werden nach und nach logisch genommen und die Kurse werden demnach sinken. Ich zeige euch auch mal, um zu verdeutlichen, dass da nicht viel hintersteckt, liebe Freunde. Jetzt werden wir mal ein bisschen technischer. Der Gesamtmarkt hat hier gerade im Durchschnitt ein tägliches Volumen von 52 Milliarden Dollar am Tag. Das ist fast derselbe Stand, und jetzt zuhören, wie genau vor einem Jahr im November. Da waren es sogar 6 Milliarden mehr, zu einem Zeitpunkt, wie wir hier sehen, wo Bitcoin bei 16.000 Dollar stand. Also, Bitcoin ist heute mehr als doppelt so teuer. Wir bewegen aber im Durchschnitt nicht mehr Volumen, sondern weniger. Die gesamte Preisbewertung des Marktes ist gerade eine Blase, das bringen wir mal so auf den Punkt, die nur auf Spekulation um ein einziges eventuelles Event basiert. Ziemlich wackeliges Fundament, wenn man mich fragt. Dazu kommt ja noch, dass ein Token wie FTT, also der fucking FTX-Token, maßgeblich seinen Anteil zum aktuellen Volumen dazu steuert. Der FTX-Token, liebe Freunde, dieses Teil steht noch heute auf Rang 51. Ich meine, wollt ihr mich verarschen? Wie ist das überhaupt möglich? Auch das ist meiner Meinung nach so ein Beweis dafür, dass der Markt wirklich verrückt ist. Beziehungsweise Teile von Menschen, die hier irrational handeln. Es kommt eine einzige Meldung, dass diese gescheiterte Börse, die für Milliardenverluste von Millionen von Anlegern verantwortlich ist, wieder live kommt und schon pumpt das Ding? Was zur Hölle, was ist das für ein Anlageverhalten? Hier sehen wir es, Terra Luna. Immer noch Rang 100 und 260 Millionen Dollar Volumen in 24 Stunden. Und solche Kryptos sind gerade verantwortlich für unser Volumen? Ich sag ja, Freunde, wackeliges Fundament oder Solana, sehr, sehr maßgeblich verantwortlich gerade, Solana. Und wovon reden wir bei Solana, Leute? Jetzt, ich bitte euch. Ich weiß, da sind immer noch sehr, sehr viele Fans von euch da draußen, nur ich verstehe bis heute ehrlich gesagt nicht, warum. Nicht ein Fünkchen, warum feiert ihr Solana? Die vermutlich unsicherste und gefährlichste Blockchain der Welt. Und worüber ja auch keiner redet, ja? Nur so groß wie es ist, weil es eine reine Venture-Capital-Firma ist. Wer waren denn die Leute, die dafür gesorgt haben, dass das Ding Milliarden von Dollar Intus hat? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wirklich wir Anleger? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es waren FTX und Sam Bankman-Fried. Mit Geld, das kommt ja noch dazu, mit Geld, was euch gestohlen wurde. Solana ist eine komplette Mogelpackung. Der gesamte Kurs von Solana unterliegt Fake Pumps mit dreckigem Geld, was da reingepumpt wird, um das Narrativ aufrechtzuerhalten, dass Solana das einzig große Ding wäre, Ethereum-Konkurrent und so. Ist es nicht? Hier ist der Beweis. Hier, ich habe ihn direkt vor unseren Augen. Es gibt keinen Total Value Locked.
Da ist kein echtes Geld drin, versteht ihr, was ich meine? Nichts, was den Anstieg des Kurses irgendwie begründen würde. Diese Linie ist komplett tot, keinerlei Bewegung in Solana. Als Vergleich mal direkt den Konkurrenten, Ethereum, 25 fucking Milliarden Dollar echtes Geld steckt in Anwendung auf Ethereum. In Solana passiert nichts, gar nichts, nöppes. Wir können sogar eher beobachten, dass obwohl der Kurs irrationalerweise, keiner kann sich das erklären, steigt wie aus Zauberhand, okay, das Token mehr und mehr von da abgezogen werden. Schaut doch mal einfach on-chain, liebe Freunde. Da sehen wir doch die Beweise. Aber der Kern der Geschichte ist, worauf ich ja hinaus möchte, Freunde, das ist gerade nicht wirklich echt im herkömmlichen Sinne, was hier alles passiert. Und nachhaltig erst recht nicht. Volumen von Dingen wie Solana basieren halt auf absolutem Fake und die generelle Euphorie des Marktes basiert auf eine einzige Komponente, nämlich der lediglichen Euphorie und Spekulation auf ein eventuell bevorstehendes Event in Form der BlackRock ETFs oder so. Und es war immer so, liebe Freunde, Fear and Greed technisch, dass sich solche Phasen auch wieder abgekühlt haben und demnach werden wir schon bald unsere tieferen Kurse wieder bekommen, denn die Korrektur, vielleicht fängt sie hier gerade schon an, liebe Freunde, aber auf jeden Fall, sie wird folgen. In dem Sinne, ganz klar, packt mir eure Meinung zu meinen Gedanken und zu all der Geschichte natürlich runter in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Alle, die neu da sind, gerne einmal unten abonnieren, Teil der Krypto-Gang werden, denn die Krypto-Gang macht euch zu besseren Menschen und vor allem zu besseren Investoren. An der Stelle bin ich raus und ich wünsche euch einen Alter, das Wetter ist deprimierend, weil eben kurz off-topic, ist euch das aufgefallen, wenn ihr nach draußen guckt, es ist so grau und nass und ich hasse es, okay, aber egal, ich bin raus, reingehauen.